möchte kurz einsteigen mit einer Info. Ich habe nämlich heute eine, auch für die Psyche, magische Grenze passiert. Gewichtstechnisch unter 90 Kilo gefallen, 89,9 heute Morgen. Das bedeutet laut Plan eine Mahlzeit weniger am Tag. Ja, ich falle von 6 auf 5 Mahlzeiten und das einen Tag vom Ladetag. Ja. Schlechtes Timing, ne? Ja, voll. Ich eine halbe Stunde später schon Wasser noch trinken und dann essen vielleicht. Besser mehr gegessen einfach, wie ich da eigentlich gewohnt bin. Ja, ich habe mal in die Kommentare geguckt, es steht 2-2, hintere Übungen gegen geführte Übungen. Wir haben ja gefragt, welche wir zeigen sollen. Und da der King für die hinteren Übungen war, aber der ja immer in den Kommentaren schon sehr viele Verbesserungen schreibt, sich also wahrscheinlich schon sehr gut auskennt. Nichts für ungut, ne? Es ist ja gut, sowas, ja. Aber dann machen wir heute die Geführten. Ja. Danke, geht später ins Gym heute, der schafft es nicht morgens. Wir haben 9 Uhr oder so. Ja, und fangen wir einfach mal an. Genau, wir starten jetzt ja in der Brustpresse anstatt den Bankdrücken. Ne? Man hat halt, man drückt zwar aus einer anderen Ebene, also man liegt jetzt nicht, man sitzt, aber ist ja komplett geführt, also kann eigentlich kaum was falsch machen. Einzig, worauf man achten muss, quasi, dass die Ellenbogen auch hier tiefer sind als die Schultern. Wenn ich aus der Position drücke hier, dann drücke ich mehr auf die Schultern quasi. Ich will ja die Brust trainieren, deswegen Ellenbogen tiefer als Schultern. Mit dem Gesicht hinten ganz dran, mit dem Rücken ganz dran. Und dann drücke ich aus der Position einfach vor. Nur so weit, dass ich das hier noch von der Muskulatur erhalten kann. Also nicht, dass das so auf den Gelenken lastet hier, sondern von der Muskulatur her. Für die ganz Dummen wie mich, die Arme nicht ausstrecken komplett. Genau, geh wieder zurück. Ich gehe mal so weit zurück, dass ich das Gefühl habe, wenn die Stange hier durchgehend wäre, dass sie auf der Brust abliegt. Mhm. Und dann drücke ich wieder vor, ohne die Schulter zu lösen von dem Polster. Also die Schultern bleiben hinten und ich arbeite wirklich nur hier aus den Armen, gar nicht aus dem Oberkörper. Genau. Und ich denke, dass wir auch einen ganz anderen Muskelkater kriegen werden, wenn wir jetzt mal die geführten Übungen machen. Weil es einfach wieder irgendwie eine leicht andere Art der Belastung ist. Also ich denke schon, dass sich das auch bei uns positiv auswirken wird. Vielleicht jetzt mal hier was anderes zu machen, neuen Reiz zu setzen. Es war jetzt sehr leicht. Ich kann das hier gewichtsmäßig leider gar nicht einschätzen. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man sonst immer frei unterwegs war. Ich würde, wir wärmen uns ja nochmal auf, hier vielleicht mit 50 oder was. Und und ich gehe schnell nochmal Rotatoren aufwärmen und freue mich jetzt schon, wenn wir wieder die Stange benutzen. Aber für diesen Split geht es jetzt einmal klar. Ich merke es aber ein bisschen gut in der Brust. Ja? Ich geh mal schnell rüber, ne? Aber drei noch, ne? Und Schöne hier kann man auch richtig gut helfen. Boah, ist das also die Negativbelastung, wenn man das richtig schön alleine. Boah, da war richtig gut der Satz. Komplett ohne Angst, ja, dass man unter der Stange verreckt im schlimmsten Fall. Ja. Man kann richtig gut helfen, einfach hier leicht anfassen, natürlich den Druck variieren dann, je nachdem, wenn ihr merkt, ganz leicht erstmal, wenn ihr merkt, da kommt's. Dann gar nicht viel weiter. Nur schauen, dass ihr keine duale Brustpresse habt. Die gibt es auch, wo man die Arme einzeln voneinander ziehen kann. Wenn ihr dann einem Arm helft und beim anderen nicht. Das wäre dann natürlich schlecht. Ja. Und genau, müsst ihr. Ich hätte jetzt die Kamera in der Hand mit beiden Armen. Naja, aber hier geht es. Ne? Also hier ist das völlig in Ordnung. Was hast du denn gestern kardiomäßig gemacht eigentlich? Ich habe Möbel geschleppt, kardiomäßig auf jeden Fall. Bist du dann ab und zu mal die Treppe schnell hochgelaufen? Schnell hoch, langsam wieder runter, schnell hoch, langsam runter. Bisschen runter? Ja, ich will ein bisschen runtergehen, dass hier so auf Nippelhöhe bis ungefähr über den Bankdrücken. So? Das ist nämlich hier, muss man auch nochmal drauf achten auf jeden Fall. Ich bin ja ein Stück größer als der Alex, ich muss den Sitz aber trotzdem weiter oben haben, weil ich einfach lange Beine und einen kurzen Oberkörper habe. Beim Alex genau umgekehrt. Langer Oberkörper, kurze Beine. Deswegen haben wir hier unterschiedliche Sitzhöhen. Obwohl, also ich bin eher noch weiter oben, also eher wie bei einem kleineren orientiert, wo ich größer bin. Fühlt sich das an für dich? Ja, ist gut. Ich spüre man gut in der Brust. Ja. So, also wenn ich jetzt so drücken würde. Dann voll aus der Schulter, ne? Meine Arme hier. Ja. Geht nicht, ne? So, das ist die geführte Bankdrückübung. Ja, die geführte Bankdrückübung. Und da wir ja alle
alle Dinge mal durchgehen wollt, würde ich sagen, halten wir uns kurz. Allerdings hier, einen Vorschlag hätte ich zu machen. Ich habe das gestern hier, den Jungs, habe ich das gestern schon erzählt, ja. Und den Jungs und Mädels, sorry. Ja. Und zwar kam die Idee vom Henning. Und der hatte vorgeschlagen, hör mal, wie wäre das eigentlich, wenn der André sich einen eigenen YouTube-Kanal machen würde? Mit genau dem Scheiß, den er auch beruflich macht. Weißt du, so zum Thema Gesundheit und Ernährung und sowas. Ja. Aber schon, dass er die Videos schneidet, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hatte gestern schon gesagt, dass ich auf jeden Fall neben all meinen 1000 Projekten, ich habe im Moment 5 oder 6 Sachen parallel, aber ich würde dir auf jeden Fall helfen, beizubringen, wie man Videos schneidet. Ja. Ja. Und dir natürlich auch aktiv da helfen. Ja, wäre auf jeden Fall eine Sache. Macht auf jeden Fall Sinn. Ist ein Projekt, was man angehen sollte. Ja. Und vielleicht kannst du ja meiner Freundin zeigen, wie man Videos schneidet. Ja, oder das auch, ja. Dann, die Programme haben wir ja alle auf dem Laptop eigentlich. Ja, stimmt, du hast die Studentenversion, die günstige. Ich muss voll bezahlen, voll. Ja. Und, Studenten wieder hier. Gute Idee. Ja, mach mal. Von Henning. Ja. Ja, schön in die Hand gehustet, sorry. Also, das macht bei mir auch nichts mehr. Ich würde dir vorschlagen, nennst du einfach wie dein Unternehmen Stay Vital. Ja. Da einfach Ernährung und auch mal so, wie du die Reden hältst. Vielleicht kannst du sogar mal einen richtigen Vortrag mitfilmen und so. Ja, ja. Ne? Also, klingt gut, auf jeden Fall. Das ist ja die Zukunft, wie wir sehen. Andererseits, wenn ich da die Vorträge schon halte, dann bestellt mich vielleicht keiner mehr für so einen Vortrag ins Unternehmen. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube im Gegenteil. Ja. Eigentlich wird das die Leute eher überzeugen. Hör mal, der macht das gut. Wie wäre das, wenn er das bei uns mal im Unternehmen macht? Weil du machst es ja gut. Ne? Ja, oder so impulsmäßig, dass man so Impulsvorträge vielleicht hält. Ne? Ja, genau. Bewegte Pausen oder sowas. Ja. Ne? Individuell sind die dann ja ähnlich. Die schneidest du ja sonst individuell auf die Firmen zu. Ja, so, ne? Genau. Und mein Thema ist ja auch nachhaltige Gesundheitsberatung. Und vielleicht kann man sich auch daran dann orientieren, dass ich quasi da so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro eine Ergonomieberatung mache mit ein paar Bewegungsübungen, dass wenn ich schon einmal hingehe, die zeige quasi und dann wieder abhaue und die machen das nie wieder, sondern die Möglichkeit haben, bei YouTube sich immer wieder so die Sachen anzugucken. Ja, die Abläufe. Einmal, ne? Genau, das so durchzuziehen. Gute Idee, so. Alex. Ja, Business. Henning. Ja. Henning. So, gut. Lange Henning. So, dann bis gleich. Was kommt als nächstes? Bizeps Girls. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Langhantel vielleicht, aber stellen uns an die Wand, so gesehen, dass man eigentlich gar nicht abfälschen kann, nichts falsch machen. So, ey, so habe ich die früher zu Hause gemacht, im Keller, tatsächlich. Ja? Haben wir uns immer so an die Wand gestellt, ja, ach, da kommt, da werden Erinnerungen wach. Damals, ja. Okay, Bizeps Girls. Wir haben ein bisschen weniger Gewicht als sonst diesmal und haben uns natürlich vorher aufgewärmt. Ein bisschen weniger Gewicht, weil wenn du dich mit dem Rücken anlehnst, trotzdem leicht in die Knie gehen, ne? Mit dem Rücken anlehnen, da kannst du natürlich nicht schwingen, ja, so wie ich das gerne mal mache. Und den Rest erklärt der André am besten. Ja, Bizeps Curls, wie gesagt, heute mal in angelehnter Position. Alex könnte den Körperschwerpunkt noch ein bisschen nach hinten schieben, genau. Wenn man jetzt eine ganze Wand hätte mit dem ganzen Rücken dran, ne? Genau, sowohl mit dem Gesäß als auch mit dem Rücken dran, so wie du jetzt stehst quasi. Und dann einfach Ellenbogenseite vom Körper lassen. In dem Fall wäre es auch an der Wand, aber wir haben ja hier Luft quasi, ne? Also an der Wand lassen und dann einfach die Arme nach oben ziehen. Kann man wenig falsch machen. Wichtig, wie Alex gesagt hat, noch ein bisschen in die Knie quasi, dass man das Gewicht über die Knie abfedert und nicht über die Wandscheiben. Und ja, so kann man auf jeden Fall in die Bizeps Curls reinstarten. Ja. Ich mache jetzt auch mal meinen Satz. Könnte vielleicht noch ein bisschen erhöhen, aber so viel Gewicht wie frei schaffen wir natürlich nicht, weil man hier gar nicht die Möglichkeit hat mitzuschwingen. Ja. So, genau, richtig. Genau, aber wenn ihr noch ganz kurz, ja, bevor wir direkt zur nächsten Übung springen, oder? Hier ist eigentlich alles gesagt. Wie man bei den Bizeps Curls hilft, wisst ihr ja eigentlich, aber der Vollständigkeit halber. Ja. André, wärst du so gut? Hoch. Einfach in der Mitte mithelfen. Und alleine runtergehen lassen. Da reichen, genau, und alleine runtergehen lassen für dein Lieblingswort, nämlich die Negativbelastung. Und da reichen teilweise echt 2 Finger. Ja, oder so, minimal, das reicht oft. Um diesen schweren Punkt zu überwinden, so genau, gesehen. Ne? Hat schon eine große Hilfe dann. Eine Sache vielleicht noch, die meisten Unfälle passieren gar nicht bei der Übungsausführung, sondern oft auch beim Anheben und Absetzen, ne? Gerade bei Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter, wenn man da einfach keine Spannung hält, weil man denkt, dass man erst in der Übung Spannung halten sollte. Ja, aber das ist die Low Carb, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ja. Das Versprecher ohne Ende. Auf jeden Fall auch hier beim Anheben und Absetzen schon mal Spannung aufbauen, ne? Bauch anspannen und dann sollte immer beim Training, ne? Genau. Wir melden uns von der nächsten Übung, oder? Jawohl! So,
Schrägbanke, Langhantel, Ficken. Schrägbankdrücken an der Maschine, wolltest du sagen. Schrägbankdrücken an der Maschine. Ja klar, wir haben ja gar keine Hantel, ich Idiot. So, also an der Maschine, wie ihr seht, ja, man kennt's. Genauso wie auf der Schrägbank. So. Meine Mutter ruft mich gerade an. Auf deinem Fitness-Tracker. Ja. So, erzähl mal. Ja, Schrägbankdrücken an der Maschine. Was hier mal gut ist, und das sollte man auch mal benutzen, wenn man das hat, zum Anheben und Absetzen hier den Fuß, dass man nicht so aus den Gelenken drückt. Und dann, ja, hier auch wieder so ungefähr, ich würde jetzt sagen, auf Brusthöhe, als wenn die Stange hier drauf ablegen würde. Ne? Dann setze ich die Arme schon mal an, hol das Gewicht mit dem Fuß ran und schieße das Ganze hoch. Genau. Und jetzt aus der Position nachgehen, Gesäß dran, Schultern ganz dran. Und dann gehe ich runter und drücke das Ganze rauf. Hier auch nur so, dass ich das nicht auf den Gelenken lassen habe, sondern von der Muskulatur erhalten kann. So. Runter. Und die Popeye-Visage nicht vergessen. Ja, simple as that, ne? Ja, kann man wenig falsch machen, ja. Wenig Freiheitsgrade, das ist ja auch der Sinn quasi. Ja. Helfen könnt ihr entweder mit hier, wenn ihr Platz habt, oder hinten ganz einfach. Ja, direkt hier hinten, das ist noch einfacher, indem ihr hier so ein bisschen mitdrückt. Ne? Hier in der andere macht einfach so, zack, Handfläche drauf, leicht mitdrücken. Jawoll! Schrägbank, Bizeps Curls mit Kurzhanteln. Hier nur darauf zu achten, hatten wir ja schon, dass der Ellenbogen ein bisschen hinterm Körper bleibt. Ich glaube, das ist hier so die Grundidee. Und ja, wir machen erstmal mit beiden Armen gleichzeitig quasi, damit der andere Arm nicht so lange Pause hat. Und wenn wir dann nicht mehr hochkommen, dann machen wir das Ganze einarmig quasi. Hat man da nochmal eine minimale Pause im anderen Arm. Ja, kennt ihr die Übung? Ich glaube, wir gehen zum nächsten. Genau, die kann man ja nicht noch geführter machen, man sitzt ja schon, hat sie gesagt, ne? Genau, richtig. Man lehnt sich an, also von daher, no problem. Hey, der Bizeps brennt, noch mehr als der Advent. Es ist das Event. Mein Bizeps brennt, ich hasse Workout-Talent. Mach das Experiment permanent. Mein Bizeps brennt. Ja, Brust. Dips, ja. Hier wollten wir sowieso zeigen, hatte jemand in den Kommentaren nämlich mal gefragt, hatte gesagt, dass er irgendwie mit seinen Freunden jeweils nicht mal einen schafft oder nur einen oder so. Dafür gibt es hier dieses Gerät. Ja. Da habt ihr diese Platte zum Draufknien. Hinten Gewichte, die ihr als Gegengewicht schaltet, ja, die euch die Last ein bisschen abnehmen. Ja, und das ansonsten. Das einzige Gerät der Welt, glaube ich, wo man es leichter hat, wenn man mehr Gewicht drauf macht, so gesehen, ja. Ne? Weil das Gewicht euch ja, wieder nach oben drückt quasi, ja. Oder zieht, ne? Und wir wollen ja Brustdips machen, deswegen müsst ihr die Arme gar nicht so eng an dem Körper führen. Dann könnt ihr ruhig vom Körper abspreizen, ein bisschen nach vorne lehnen, dann könnt ihr nochmal mehr aus der Brust drücken. Und ja, jetzt habe ich hier, was habe ich da drauf? 40 Kilo, ich wiege 82 Kilo, also ja, ganz genau kann man es nicht umrechnen, so, ne? Aber ich drücke jetzt vielleicht so um die 40 Kilo hoch auch, ne? Ja. Kann man sagen, irgendwie vielleicht 45, was weiß ich, ne? Wird nicht genau stimmen. Aber hier, wie gesagt, je mehr Gewicht, desto leichter. Wichtig beim nach oben drücken, wenn man es jetzt hier, weil es auch leicht ist, explosiv nach oben drückt, dass man hier nicht ganz durchstreckt und auch nicht den Kontakt so verliert. Ja. Das klappt ja hier ganz gut. Also nimmt man Spannung, ne? Genau. Dann nach oben drücken, die Spannung halten, nicht auf den Gelenken lasten, ja. Auf der Muskulatur. Brust ein bisschen nach vorne gebeugt, oder? Genau. Ja. Sonst wären es nämlich wahrscheinlich Trizeps-Dips, ne? Ja, und dann könnt ihr hier drücken, bis der Arzt kommt. Ja. Und bei Absetzen knallt das Gewicht ganz gerne mal. Also jetzt habe ich das Gewicht immer noch oben, weil mein Knie drauf lastet. Und dann vorsichtig absetzen. So, das war's. Und jetzt machen wir noch ein paar richtige Dips. So, für normales Butterfly gibt es viele Methoden, ja? Zum Beispiel auf der Schrägbank hinten hier fliegende machen oder hier, das Ding nennt sich Lady Butterfly, ja, das haben wir, glaube ich, neulich mal benutzt, wo man hier mit den Händen greift. Dann funktioniert es natürlich auch noch am Kabelzug, ja, da kannst du ganz gezielt oben, Mitte und unten trainieren, ja, die Brust ist ja aufgeteilt in drei Partien, ne, obere, mittlere, untere. Und wir machen heute Butterfly hier an dem Ding, da kannst du nämlich laut André am wenigsten falsch machen, ne? Genau, also, ich mach kurz den Satz zu Ende, oder? Ja. Satz.
Und dann sieht man schon mal gleich, wie es sich absetzt. Auf der einen Seite, dann die andere Seite. Also hier haben wir wirklich nur die Position quasi vom Ellenbogen. Und dann kann man nach vorne drücken. Wenn er mal ein bisschen tiefer ist, der Ellenbogen, ist auch nicht schlimm. Also hier kann man eigentlich gar nichts falsch machen, bis auf vielleicht beim Anheben, dass man hier auch zu sehr aus der Streckung zieht. Da bietet sich das immer an, dass man erst die eine Seite quasi nimmt. In der leichten Drehung, ja? Genau. Muss man da irgendeine Spannung beachten im Unterkörper oder so? Spannung immer. Also wir haben ja hier schon den Fuß. Hier ist es jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir die schon nach vorne holen können. Aber es gibt auch viele Butterfly-Geräte, die den Fuß nicht haben. Dann gehe ich hier in so eine Grundspannung, nehme erst die eine Seite, dann die andere Seite. Die sind jetzt schon sehr weit hinten, ne? Ja, ja gut, aber die haben ja auch den Hebel, ne? Das ist ja schon so gewollt. Vorne, vorne zusammen, die Hände brauche ich eigentlich nicht, rück nur aus den Ellenbogen. Ja. Und gehe wieder zurück. Vielleicht sind die so weit hinten, weil manche ja gerne in die Überstreckung gehen. Ne? Klar. Damit du ohne den Hebel unten halt richtig schön weit nach hinten gehen kannst. Da, wo es sich anbietet, ich werde es nicht machen. Ich will nicht wieder wegen der Schulter kommen wollen, aber ja. Genau, dann kann man so aus der Dehnung heraus mal ein bisschen drücken und schafft man meine Muskelfasern zu beanspruchen. Der Unterschied vom Bankdrücken zum Butterfly ist natürlich, dass wir hier eine eingelenkige Übung haben. Beim Bankdrücken eine mehrgelenkige Übung. Hier arbeiten wir ja quasi nur aus dem Schultergelenk. Ja. Ja, nur aus dem Schultergelenk. Und das ist hier eigentlich am meisten gesichert. Wir haben hier dann noch den Lady Butterfly, hat der Alex ja gerade gezeigt. Hier müssen wir noch mal mehr auf die Armposition achten. Hier können wir auch noch mal strecken und beugen. Das haben wir hier alles nicht. Deswegen das eigentlich die perfekte Anfängervariante. Hast du den Remix schon mal gehört? Hat er hier mit Stay in Life? Nee, nicht zum ersten Mal. Kennst du dieses Mashup von Thomas der Lokomotive und Notorious B.I.G.? Gut. Richtig gekillt, das Ding. Ja. Muss ich mal schicken oder reinschneiden. Gangster habt ihr Thomas die Lokomotive noch nie gesehen, auf jeden Fall. Release the brainstorm to make the motherfucking brain warm. A strange form, something kind of lyrical. Biggie the bastard, so that's kind of spiritual. Well, in God we trust, guns are bust, got that disgusting suicide something. And do you know where you're going to? Do you like the things that I bring? Das kann ich bestätigen, ohne es zu kennen, natürlich, ne? Weil Thomas die Lokomotive kein Ohren-Gangster. Doch, auch so schon, aber durch Biggie natürlich. Wer den noch kennt von euch, ich weiß ja gar nicht, wie alt seid ihr eigentlich so? Sollen wir mal nach dem Altersschnitt fragen? Ja, gerne. Ja, erzählt doch mal, würde mich echt mal interessieren, wie alt ihr so seid. Statistisch auswerten bei SPSS, ja. Wie alt? Also, guck mal, bei Königsklasse hatte ich mal geguckt, da ist unsere Zielgruppe, ja, also wirklich so, keine Ahnung, 90% der Zuschauer, zwischen 18 und 34, stelle ich mir für hier auch so vor, ungefähr. So, also Bizeps jetzt noch, die letzte Bizepsübung für heute. Auch hier sind wir jetzt mal am gefühlten Gerät, damit ihr das mal seht. Hier ist nur wichtig, dass man immer darauf achtet, dass der Ellenbogen mit diesem Gelenk hier auf einer Höhe ist, dass die Bewegung so natürlich wie möglich ist. Genau. Und hilf mal bitte. Genau, wieder alleine runterkommen lassen. Aufhelfen. Kann man sich auch ganz gut helfen und richtig auspowern. Genau. Da haben wir ja schon mal ein Video gemacht irgendwann. Mit dem anderen. Mit dem Miegel, wie wir uns an dem Ding, ist schon ein bisschen älter. Ich verlinke es euch mal ganz am Ende, wie man sich richtig auspowert hier. Special-Übung, die kann ich für Anfänger auf gar keinen Fall empfehlen. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber ja, ansonsten auf jeden Fall eine gute Sache. Das sind jetzt keine Hammercurls. Ich glaube, im Trafo-Plan sind Hammercurls angedacht. Trafialis steht da. Ich glaube, im Video sind Hammercurls zu sehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und die könnte man natürlich auch machen. Da ist man ja auch auf der Bank geführt und so weiter. Aber wir wollten jetzt mal eine Alternative zeigen hier an der Maschine. Weil sonst auf der Squatbank, wie du schon sagtest, ihr seid ja trotzdem auf irgendeine Weise geführt. Ja? Ihr könnt euch selber helfen und sowas. Ne? Das ist schon alles okay. Ihr könnt ihr auch anders machen. Das hier war jetzt nur, um auch hier mal eine Alternative zu zeigen. Ne? Genau, an der Maschine. So, und da wären wir auch schon direkt bei der letzten Übung für heute, ja, Reverse Butterfly, die haben wir hier schon gemacht am Gerät. Vielleicht noch mal ganz kurz die Ausführung. Genau. Der Brust vorne ganz dran, auch hier Spannung halten, Arme nicht komplett durchstrecken, ein bisschen angewinkelt, Schultern unten lassen, Ellenbogen oben und dann aus der Position einfach auseinanderdrücken und wieder vor mit dem Gefühl, dass wenn ihr hinten seid, dass sich die Schulterblätter richtig treffen, aber nicht so nach hinten überstrecken, sondern eher die Ellenbogen nach hinten drücken.
genau. Wenn man es nicht schafft, die Ellenbogen oben zu halten, dann gibt es noch so einen Anfängertrick. Dann sitzt du mal ein bisschen höher fahren. Wir haben hier auch die Griffe. Mal einfach so umgreifen. Jetzt kann ich die Ellenbogen gar nicht fallen lassen. Und dann aus der Position einfach nach hinten rücken. Wäre quasi so eine Alternative, wenn man es nicht schafft, selber darauf zu achten. Aber guck mal, du hattest mir beim letzten Mal auch empfohlen, das macht jeder anders. Der Duncan hatte auch wieder die benutzt. Und zwar nicht mit dem Griff, sondern mit dem, weißt du, mit dem von außen hat er die gezogen. Das ist im Endeffekt ja relativ egal, ja, wie es für einen am liebsten ist. Aber wenn man hier unten packt, hatte ich das Gefühl, wie du schon sagtest, die kannst du weiter nach hinten ziehen. Und wir wollen ja hier heute die hintere Schulter trainieren. Ja? Wir machen ja Reverse Butterfly für hintere Schulter. Und Reverse Butterfly ist ja sonst auch für Rücken, oder was? Genau, also ich finde das auch mal stark davon abhängig, wie hoch der Sitz steht. Und ja, ich persönlich habe auch das Gefühl, in dieser Position mit Ellenbogen oben nach hinten, wenn der Ellenbogen auf Schulterhöhe ist, mehr die hintere Schulter zu beanspruchen, sind die Hände so umgedreht, Ellenbogen tiefer, habe ich das Gefühl, mehr den oberen Rücken quasi zu beanspruchen. Also von daher, hintere Schulter, Ellenbogen schön auf Schulterhöhe halten, Sitz möglichst tief, dass man hier so eine Linie hat quasi und dann aus der Position zurück. Also hier empfiehlt sich vielleicht für Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind, den Polsterkontakt zu vermeiden. Man kann das dann zum Beispiel auch einarmig machen, da geht schon so in dieses Functional Training, weil ich jetzt hier noch viel mehr Muskulatur im Rumpf anspannen muss, um das Ganze so zu halten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Erzähl mal ich mir beim nächsten Mal. Ne? Hier sind wir heute in der Einsteigerrunde, deswegen macht ruhig beidseitig, ja, verteilt das Gewicht gleichmäßig auf beide Arme, schön gleichzeitig ziehen und fertig. So, und das war's für uns für heute. Wir verabschieden uns von Tag 12. Morgen geht's weiter mit den Beinen geführt, ja, übermorgen Rücken geführt und danach gehen wir mal auf die hinteren Übungen des Plans ein, ne, das ist ja auch gewünscht war. Ja, und dann sind wir, glaube ich, schon durch, oder, mit der ersten Phase. Genau. So, dann checkt Andres komplett leeren YouTube-Kanal, da ist auch gar nichts drauf, keine Grafiken, nichts, ja. Ob und wann da was kommt, das weiß man noch nicht. Du willst ja auch dauern, denke ich. Ne? Also jetzt gerade ist noch sehr viel im Vorlauf. Ne? Gerade die Idee entstanden, wir haben beide mega viel zu tun. Ich denke mal, man kann keine Zeit nennen einfach. Wir gucken einfach mal, wie es passt. Du erstellst ein Konzept, wie du es aufbauen wirst. Genau. Und dann schauen wir mal. Aber wenn ihr wollt, abonnieren geht natürlich schon. Link seht ihr hier nochmal bei Andres tollen Daten. Ja? Und hier sind meine. Ja? Folgt mir überall. Wie gesagt, auf Snapchat gibt es noch mal ein bisschen Ernährung. Ach, guck mal, wenn wir schon dabei sind. Machen wir nochmal einen schnellen Snap, bevor wir es vergessen. Moin Leute, Grüße aus dem Gym. Hallo. Hallo. Hey, Samstag, 9 Uhr gestartet. Auch am Samstag kann man schon mal früh aufstehen. Ihr vollen Wichser. Ja? Voll gespuckt. Voll gespuckt. So. Moin Leute, Grüße aus dem Gym. Zack. Und in dem Sinne, sagen wir mal, bis morgen zum Weintag. Ne? Bis morgen. I got 7 Mac 11s, about 8, 38s, 9-9s, 10 Mac 10s, the shit's never end. You can't touch my riches, even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion, the yacht, the two weak spots, the two hot clocks. Huh, that's how I got the weed spot. I shot Trent in the head, took the bread and the lamb spread.